Stichwahl. Die Raumfähre Columbia kann nicht in dem Plan in der nächsten Woche starten. Die NASA sagte den Start ab, weil schlechte mehr als 100 Löcher in die Lüftung des Tanks gehabt haben. Die Lüftung aus Hartschaum verhindert das Drehen des Tanks. Wenn sich beim Start Teile der Brennhülle lösen sollen, können die Fähre abstürzen. Mit all das Plastik, all Treiben und Mann und mit den Anhörern hatte man vergeblich versucht, die Späte zu betreiben. Ein schwächender NASA berichtete verärgert. Die Späte waren durch nichts zu beeindrucken. Wir müssen die Fähre nun wieder von der Strahlung holen, damit die Technik die Gardinen ausführen können. Das kostet uns ein paar Wochen. Die Columbia kommt frühestens in 2 Jahren wieder zum Einsatz. Bei der NASA schätzt man die Wiederzentrale auf Millionenhöhe.